So, hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Flug Simulator X, BZB Flight Simulator X, wie auch immer man das jetzt ausspricht und so, ja. Wir sind diesmal im Morgengrauen, in einem schönen, jetzt hab ich den Namen vergessen. Das Flugzeuge, die nur rumfliegen, ohne Motor, und ein Schleppflugzeug bauen, scheiße. ja, ihr wisst, was ich meine natürlich. Also jetzt hier Schleppflugzeug anfordern und ein bisschen rum. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. So, hier haben wir unser schönes Interieur hier. Komische Leiste mittendrin. So, dann hier vorne. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Hier wahrscheinlich das Steuerknüppel. Jo. Das werden die Räder sein. Die Klappen. Was ist das? Okay, das sind die Stockklappen. Und das ist dann was macht er? Okay, das sind die Klappen. Okay, einmal die Stockklappen und einmal die Klappen. Weiß leider nicht, was der Unterschied ist, aber das wird wahrscheinlich beides das Flugzeug abbremsen. Vermute ich. Okay, bei dem könnte man vielleicht die Klappen noch in einem Luftschirm anschalten, damit man mehr Auftrieb bekommt. So, er ist auch gerade gar nicht so gut mit FPS. Also ich habe gerade 17 gehabt. Ich hoffe, das beruhigt sich jetzt. Muss ich gerade das paar Sekunden stellen, sodass es jetzt echt auf ja, super Maximum, ewig viel Verkehr und alles mögliche, alles super detailliert auf ja, den Zentimeter genau. So, hier haben wir ein paar Anzeigen. Geschwindigkeit. Ist das die Höhe? Das ist die Höhe. Und noch irgendwelche Messgeräte. Ja. Das ist, um das Schleppseil zu lösen. Das wird die Park. Der Strom sein. Ja. Ja, was ich sagen wollte, wir sind hier im Morgenraum, in Nürnberg. Ich werde das jetzt so, nach dem Schirm machen. Wir sind jetzt irgendwo hingeflogen und ja, von da aus geht's auch weiter. Wir werden jetzt einen ersten kleinen Rundflug machen und uns das hier angucken. Ich meine, so ist das hier nicht ohne Add-ons und so, aber es passt schon. So. Und ja, wir schauen uns natürlich erstmal das Flugzeug an. Das. Könnt ihr aufmachen? Wie geil wäre das denn? Ach, hammermäßig geil. Wann kann das auf. Alter, wie geil ist das denn bitte? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, mach wieder zu. Genau. Geht nicht. Das war der Strom, oder? Jo. Jo, ich würde sagen, wir fliegen gleich los. So. Wir fordern das Schleppflugzeug an mit STRG, Shift und Y. Jetzt müsst ihr aufpassen, wird wir ja, mit im Strom bleiben. Da wird es gleich ein ganz nerviges Piepsen kommen, aber das passt schon. Ich habe den Ton nicht nachgeguckt. Ach du Scheiße. Mach mal ein bisschen runter. So. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt. Ja, wenn nicht, dann habt ihr es nicht gesehen. So. Ja, das Piepsen. Umso heller und umso schneller, umso mehr Auftrieb haben wir. Also jetzt haben wir viel Auftrieb. Jetzt muss ich aufpassen, dass das Teil nicht reißt. Wir werden natürlich versuchen, hier wieder zu landen. Das wird aber gar nicht so leicht. Vielleicht werde ich auch irgendwo auf einem Feld landen. Und ihr seht schon, da ist richtig viel Verkehr hier draußen. Also, das ist so schon krass, ja, was ich hier eingestellt habe. Das war beim PC auch gar nicht so gut. 10 FPS, aber in der Luft wird das wahrscheinlich weniger stören. Wenn es stören wird, dann werde ich die Aufnahme kurz unterbrechen und das umstellen. Vorausgesetzt, es geht hier im Ingame, weil ich werde das Ganze. Fuck. Das Ganze neu starten. Oh, fuck. Wir werden versuchen, gleich da hinten zu landen und dann einfach nochmal neu starten. Dann aber mit ein bisschen weniger Grafik, weil. Verkehr. Grafik passt. Dürfte passen. Und man muss echt sagen, das sieht geil aus, ne? Segelflugzeug heißt. Bäm! Ich hab's doch gewusst, jetzt weiß, wie es heißt. So. Also, es sieht einfach geil aus mit der Grafik. Ja.
Weil jetzt, wenn man hier so runterguckt, ist nicht das Schönste, ne? Aber wenn es hier so guckt und die ganzen Lichter erleuchtet und so, das sieht schon geil aus. Kann nichts gegen sagen. So, wir hören jetzt so ein Bipton, das heißt, entweder kein Auftrieb oder es gibt Abtrieb. Ja, ne? Sich jeder denkt, dass Abtrieb natürlich schlecht ist. So. Natürlich nicht so geil, dass wir jetzt irgendwo hier im Feld landen müssen, aber wenn es nicht anders geht, ne? Das war etwas nicht ganz so schlau von mir. Ich glaube, das nächste Mal packe ich bisher die Klappen raus, damit ich nicht so schnell beschleunige, nicht so schnell abhebe. Ja, man hat zwar auch mehr Auftrieb, aber ich denke, das wird dann alles nicht ganz so schnell gehen. So. Dann die Klappen raus. Jo, 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 jo. Jo, was geht denn hier ab? Ach du Scheiße. Beste wäre es natürlich, wenn wir jetzt in irgendeinen Luftschirm geraten, der uns nach oben trägt, aber sehe ich schwarz für. Puiuiui, das ist ganz schön krass, die Störklappe und so. So, das dürfen wir nicht berühren und danach geht's runter. Okay. Ich glaube, das passiert eben bei Segelflugzeugen hin und wieder, wenn einfach nicht genug Luft da ist, beziehungsweise wenn das Seil zu früh reißt. Und ihr habt gerade gehört, dieses Klappern. Ich habe versucht, meinen Joystick zu weit nach hinten zu hauen. So, ich werde den Flugplatz da starten. Die Verkehr bisschen runter, schauen wir uns jetzt gleich wieder. Bis dann. Tschö. So, hallo und herzlich willkommen hier zurück. Ja, nach dem ersten nicht ganz guten Flug, jetzt der zweite, werde ich auch gar nicht lange alles nachgucken. Also, es ist alles in einem Partner für euch. Das ist nur kurz eine Millisekunde vergangen, für mich ein bisschen mehr. Das lassen wir diesmal so. Alles so, wie es ist. Das machen wir erst, wenn wir oben sind, holen wir das raus. Vielleicht. Muss ich gucken, wie sonst die Flugeigenschaften sind. So, und los geht's. Und wir haben gar keinen Auftrieb. Sozusagen, das bringen wir nicht hochziehen wollen. Der Auftrieb wird mehr und mehr. Ich versuche mich noch auf dem Boden zu halten. Aber mal den Joystick vor. Hui, hui, hui. Bisschen über dem Flugzeug ist gut. Schön in der Mitte. Ich werde auch nicht komplett aus den Augen verlieren. So, wir müssen ein bisschen drüber, weil unten die Luftströme von dem Flugzeug sind. So wie ich das mitbekomme in dieser Flugstunde. Und das ist schlecht. So, es sieht natürlich immer noch geil aus. Wir haben aber diesmal kurz eine 15 FPS. Aber das Ziel, wie ich wüsste, das ist einfach, weil das Spiel krass ressourcenfressend ist. Also da kann man gut bezahlen, wie man will. Das bringt einfach nichts. Aus dem Grund, weil das Spiel die ganz guten Prozessoren, wie jetzt meine i7, gar nicht unterstützt. Richtig, ne? Ja, ich habe da schon extra auf meine SSD raufgetan, weil ja meine normale Festplatte würde bei dem Zeug wahrscheinlich gar nicht mitkommen. Das wäre wahrscheinlich total für den Arsch. Die SSD wird auf jeden Fall mehr mitkommen, aber das ist so krass wahrscheinlich auch nicht. So, dieses Pieps, ich hoffe, das nervt dich, aber das ist eigentlich das Perfekte, was passieren kann. Das einfach die ganze Zeit, weil das heißt, wir haben guten Auftrieb und das heißt, wir stürzen nicht ab, sondern steigen. So, ich werde mal kurz in das Cockpit wechseln. Das zweite Cockpit. Und das GPS anschalten. So. Jo. Wo soll das fließen? Auch da unten, ach du Scheiße. Ich glaube, hier sieht man eigentlich fast gar nichts. Deswegen, ich glaube, das virtuelle Cockpit. Oh Gott, das wird jetzt ein schweres Unterfangen. Und scroll. Uiuiui. So, damit ich ein bisschen mehr sehe. Und ihr auch ein bisschen Rundumblick habt. Ja.
Also es sieht schon geil aus, ne? Man kann nichts dagegen sagen. Zwar nicht so schön, es geht um einiges schöner mit Addons, aber es sieht einfach geil aus. So, ich bewege mein Zeug zwar viel mehr, aber ist ja nicht so schlimm. Sieht man das gar nicht, wenn ich immer so total hektisch immer so ganz schnell bewege und wieder zurück und wieder hin und wieder so. Uiuiui. Mal gucken, wie lange das Seil noch mitmacht. Bisschen, dass wir es auch schleppen. Okay, ich denke, das passt. 3, 2, 1. Warte, wie kann ich das Seil abkoppeln? Okay, so. Warte. Was? Oh. Ach du Scheiße. Was, das Seil hält noch? What the fuck? Ach du Scheiße. Hui. Okay, so geht das nicht. Ich hab's vergessen. Wir werden das Seil zum Abriss bringen. Und zwar, indem ich hochziehe und stark nach links lenke. Und zwar 3, 2, 1. So. Wir werden gleich etwas mehr in Richtung Flughafen gehen. So, wir steuern mal auf 80 km/h. Aber wir sind ja ziemlich hoch. Und ja, wir werden mal eine Runde über den Flughafen fliegen. Ja, was ist, wenn man gar nichts hört, weiß ich auch nicht. Ich denke mal, es ist nicht schlimm. Wo ist überhaupt der Flughafen? Da ist er. So, wenn alles nach Plan läuft, fliegen wir eine Runde und landen dann da. Wenn nicht, dann werden wir wahrscheinlich, nachdem wir wieder über den Flughafen drüber geflogen sind, irgendwo in der Pampa landen. Wir können uns das Ganze mal von draußen angucken. So. Jo, ne? Sieht ganz schön aus. Wir haben vergessen, das Rad einzufahren. Wir packen jetzt auch mal die Störklappen und so alles raus. Upsala. Warte, nein. Ach, die waren schon. Lololololol. Geht's null. Okay. So, ich kann mal kurz so zeigen. Wir versuchen jetzt hier so zu fliegen. Bisschen weiter rechts. Da zu landen. Wahrscheinlich wird der Bogen nicht ganz so groß sein, wenn wir das schaffen. Mal gucken, ne? So, wir können auch ein bisschen 2D fliegen. Was ist das denn? Das ist Fahrwerk, oder? Jo. Kann das im Flug öffnen? Ja, okay, das ist etwas verbuggt, weil das im Flug nicht geöffnet wird. Ah, ach so, und dieser Schalter ist im Notfall. Badum, tisch. Der Töcker wird abgehauen und wir können rausspringen. So, wir fliegen mal ohne Elektronik. Wir stellen einfach mal einen Elektronikausfall nach. Die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert doch sonst. Ja, die Displays sind aus, ne? Aber ich glaube, das war's dann auch. Sieht gar nicht so aus, als wäre es besonders viel passiert. War noch alles im Bereich des Möglichen. So, ich hoffe, ihr hört dich hier so. Mein Joystick. Fuck, was war das denn? Hallo? Flugzeug? Okay, ich bin komplett blind. Eine Sekunde. So, da ist mir gerade ein kleiner Fehler unterlaufen. Gerade ein paar kleine Probleme. Ja. Oh, was ist denn hier los? Fuck. Muss ja nach Sicht fliegen. So, wo ist der Flughafen? Der ist da. Das dürfte hinhauen.
Und wenn nicht, landen wir einfach da vorne irgendwo auf der Wiese. Ich meine, ist nicht schön, ne, aber man kann da eben nichts dran ändern. So ist das eben manchmal. So. Ich weiß noch gar nicht, welchen Flug ich als nächstes machen werde. Ich vermute mal einen etwas größeren, also entweder mit der Großpropellermaschine oder mit einem kleinen Jet. Mal gucken, natürlich ganz so lang, aber ein bisschen was schon. Ja, ich habe da ein bisschen besser reingefunden. Ja, auch schon ein bisschen gespielt ohne Aufnahme. Ja. Also Autopilot ist eigentlich kein Problem. Finde ich echt praktisch, weil, ne, ich meine, der sagt dir, wenn du jetzt auf Anflug bist, jetzt auf die und die Höhe runtergehen und den Kurs machen, du gibst das mein Autopilot ein, dann macht das alles. Also das haben wir richtig geil. Ja. Mir wurde zwar der Punkt gesagt, kein Autopilot benutzen, aber ich habe mir gedacht, komm, ganz im Ernst, Autopilot ist geil. Muss er doch irgendwie. Können wir das ändern? Haha! Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es gemacht. Ich habe doch blöd auf irgendwelchen Knöpfen rumgedrückt. Ist das die Lösung aller Probleme? So, wir werden es die Wende machen. Und dann werden wir schon wieder landen. Ja, ein missglückter Versuch, ein hoffentlich glückender Versuch. Das merke ich gleich, wenn ich land. So, wir können mal die Flugsicherung anfunken, ob wir landen dürfen. So, das ist nicht an uns. Berg. Im Kontrollturm. Vollständige Landung. Dann aber noch 20. Ich glaube, wir haben noch eine Landebahn. Ich weiß das aber jetzt nicht. Ich glaube schon. Jo. Gut. Jetzt warten wir, bis irgendwelche weiteren Anweisungen oder so kommen. Jo. Vorher geht's erstmal warten. Jetzt eine Wende machen. Das war eine ziemlich starke. So, jetzt fängt das Pieps wieder an. Keine Sorge, Leute, das ist Gewalt. Ach, der Kompass ist auch ausgefallen. Okay, ich schalte meinen Strom wieder an. Ach, der ist an. Ah, der Kompass ist gar nicht ausgefallen. Okay. So weiter. Okay. Also wir dürfen landen auf jeden Fall. Wir müssen runter. Problem ist, wenn wir jetzt zu tief kommen, ich kann nicht nochmal durchstarten. Dann werden wir irgendwo in ein Haus krachen. Deswegen werde ich lieber ein bisschen zu schnell und zu hoch ankommen. Dann sind das nächste bisschen auszukrachen. So, ich muss jetzt Flugauflage mal sehen. Oh, da ist er. Oh, wir sind viel zu hoch. Klappe raus. Wir abbremsen, obwohl wir runtergehen. Störklappen auch mal komplett. Huiuiui, huiuiui. So, die Störklappe habe ich jetzt rausgetan, damit wir einen ziemlich, also einen sehr steilen Anflug machen können. So im Sinne von, damit ich jetzt sehr, sehr, sehr schnell runtergehen kann. Sehr schnell. Damit wir jetzt nicht auf 150.000 km/h beschleunigen. Oder Knoten. Bin mir gerade nicht sicher, ob wir. Okay, das wird jetzt etwas ruckelig. Wir sollten dann können. So, hier. Raus damit. Und ich brauche freie Sicht. So, die Stöckler haben wir auch gleich noch auf 100%, wenn wir landen.
Es ist ziemlich wackelig, weil ich unbedingt den Flughafen sehen will. Aber ich glaube, wir sind schwer zu hoch. Ich weiß nicht, ob ich runtergehen. Das ist echt ein miserabler Anflug. Wir waren nicht viel zu hoch, aber es haut hin. Es ist scheiße, aber es haut hin. Den. Nicht rein. 100%. Bremst wir ab. Ach du Scheiße. So. Ich werde jetzt ganz tief gehen, weil ich glaube, wir bekommen gleich durch die Störklappen Strömungsabriss. So krass wie die abbremsen. Ich lieber ziemlich tief, damit ich jetzt hier nicht gerade durch den Strömungsabriss richtig krass auf die Landebahn gehaut wird. Aber der Rest war jetzt schön. Also die Landebahn wird schön. Ja, okay. Die war nicht schön. Aber der Anflug war schön. Der Anflug kurz vor der Landung. Stimmt, ich muss hier noch runter. Fuck. Oh, geht nicht, ne? Okay, das war es aber erstmal mit dem nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschö.